Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um die Frage, weshalb Narzissten Fernbeziehungen lieben. Heruntergebrochen kann man sagen, sie lieben diese Art von Beziehung deshalb, weil sie damit eure Wahrnehmung vollständig kontrollieren können. Also Narzissten können ja dadurch kontrollieren, was ihr hört und was ihr seht. Und demnach bestimmen, was zu euch durchdringt oder nicht. Und es macht es ja für euch als Betroffene viel schwieriger herauszufinden, was die Wahrheit ist, also was diese Person da eigentlich treibt im Hintergrund, wo ihr es nicht mitbekommt. Das heißt, wenn zum Beispiel Ausreden fallen wie, hey, ich bin jetzt einfach gerade beschäftigt, deshalb kann ich mich nicht melden, oder hey, ich bin eingeschlafen, dann könnt ihr das viel schlechter überprüfen und dadurch wisst ihr eigentlich so gut wie nie, was der Narzisst macht, außer wenn er dann halt bei euch ist oder ihr bei ihm. Und es wäre ja, wenn man zusammenleben würde und eigentlich, was ja mit dem Narzissten auch sehr schwierig ist, aber so ein gewisses Maß an einem gemeinsamen Alltag hätte, wäre es ja nochmal anders. Und so ist es auch, wenn es dann zu Treffen kommt. Da kann sich weiß Gott was aus dem Arsch ziehen und ihr wisst halt nie, ob das stimmt. Und dementsprechend hat der Narzisst dann auch innerhalb von einer Fernbeziehung die komplette Kontrolle auch über den Ort quasi und über die Zeit. Also wenn der Narzisst beispielsweise gerade keinen Bock auf euch hat oder mit einer anderen Zufuhrquelle beschäftigt ist, dann sagt er euch einfach, hey, tut mir leid, da habe ich keine Zeit, zack, kurzerhand zum Beispiel ein Treffen ab. Oder wenn er genug von euch hat, dann ekelt er euch einfach sowas von raus, dass euch gar nichts anderes übrig bleibt, als wieder nach Hause zu gehen. Und es kann dann zum Beispiel auch sein, dass ihr nachts kurz vorm Schlafen gehen nochmal so blöd vom Narzissten angemacht werdet und sich da so ein großer Streit daraus ergibt, dass ihr einfach nur gehen wollt. Das heißt, dann kann es halt gut sein, dass ihr euch mitten in der Nacht ins Auto setzt. Und generell, also wenn der Narzisst euch dann nicht mehr bei sich haben will, dann kann der euch einfach rausekeln, bis bei euch, oder halt so lange mies behandeln, bis bei euch halt der Fluchtmodus getriggert wird. Das heißt zum Beispiel, heute ist Freitag und er möchte sich jetzt aber am Wochenende, am Samstag und am Sonntag mit einer anderen Zufuhrquelle treffen, dann ekelt er euch raus mit irgendeinem Grund und kann sich dann am Samstag und am Sonntag beispielsweise ganz in Ruhe der anderen Zufuhrquelle widmen. Narzissten gehen ja auch in den allermeisten Fällen fremd oder führen auch mehrere Beziehungen gleichzeitig. Und das macht es den Narzissten natürlich auch leichter, weil es ist nicht bei jedem Narzissten so, dass er ganz offensichtlich trianguliert. Bei manchen Narzissten ist es auch tatsächlich so, dass es halt sehr subtil ist und die quasi die anderen Zufuhrquellen, also ihre Affären oder andere Partner, dementsprechend auch verstecken wollen. Und da macht es eine Fernbeziehung natürlich, macht es dann dem Narzissten viel leichter, das Ganze auch zu verstecken. Also es kann ja sein, dass ihr beispielsweise dann die Zufuhrquelle am Wochenende seid und die andere Partnerin oder der andere Partner ist die Zufuhrquelle unter der Woche. Dann wird euch erzählt, dass er unter der Woche arbeiten muss, während er mit der anderen Zufuhrquelle ist. Und der anderen Zufuhrquelle erzählt er beispielsweise, dass er immer am Wochenende arbeiten muss. So, und wie kann man das jetzt irgendwie nachprüfen? Also, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Der Narzisst kann aufgrund der Distanz, die herrscht, kann der einfach so vieles viel besser trennen und verstecken. Und es gibt dem Narzissten natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit, weil dadurch einfach die Gefahr geringer ist, dass die Zufuhrquellen, die er hat, also die Betroffenen, dass die irgendwas mitbekommen und dann dementsprechend abspringen. Weil das ist ja genau das, was der Narzisst nicht will. Der Narzisst, der will ja 24/7 Zufuhrquellen zur Verfügung haben, weil das für ihn seine Luft zum Atmen ist.
Und so ist es dann ja auch, wenn es zu Freunden und Familien kommt und gemeinsamen Bekannten. Er kann ja eurer Familie beispielsweise das und das erzählen und seiner Familie was ganz anderes oder auch den Freunden. Also, das heißt, dass diese Lügen, in die er sich dann auch verstrickt, der Narzisst, dass diese Lügenverstrickungen auch besser zu verstecken sind und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass die rauskommen. Und aufgrund der Distanz ist es halt auch so, dass der Narzisst euch grundsätzlich einfach auch daheim abstellen kann. Der stellt euch zu Hause ab, er hält euch dort warm und dann kann es so sein, dass ihr wochenlang nichts von dem richtig mitbekommt oder nur sehr wenig mitbekommt. Und er kann sich dann nur einer anderen Zufuhrquelle widmen. Und falls das nicht klappen sollte mit dieser anderen Zufuhrquelle, dann kann er euch ja wieder zu sich einladen und euch quasi, während ihr zu Hause alleine auf Abruf sitzt, wieder zurückziehen, wieder zurückholen. Also auch dieses Warmhalten, dieses Abstellen funktioniert dann für den Narzissten halt auch mega gut. Also sprich auch generell dieses Push-and-Pull-Game ist dadurch auch effektiver. Und es ist ja auch so, allgemein in einer Beziehung möchte man ja dann auch irgendwann die nächsten Schritte wagen. Also vielleicht dann mal zusammenziehen und gemeinsam irgendwie einen Alltag haben, weil so das nach einer Zeit halt nicht mehr ausreicht, sich dann ein paar Mal zu sehen im Monat oder ein paar Mal im Jahr. Das reicht ja irgendwann nicht mehr aus. Also man möchte dann ja auch weitere Schritte machen und das sabotiert der Narzisst dann halt auch. Also es kann zum Beispiel sein, dass er euch schon lange versprochen hat, dass ihr dann zusammenziehen werdet. Aber letzten Endes möchte er, dass es so bleibt, dass ihr quasi an Ort und Stelle bleibt, er an Ort und Stelle und dass das halt genauso weiterläuft, weil da ja wie gesagt ganz viele Vorteile für den Narzissten drin sind, aufgrund der Distanz. Und dann, wenn es auch zu Treffen kommt oder zu Telefonaten, die kann er dann ja kurzerhand auch einfach mit irgendeiner Ausrede abwimmeln. Und das ist ja ein zusätzlicher Faktor, den man ja nicht hätte, wenn es diese Distanz nicht geben würde. Also sprich, dadurch hat der Narzisst natürlich auch eine weitere Möglichkeit, mit dieser Hoffnung und Enttäuschung zu spielen. Weil er sagt euch dann kurzerhand einfach ab und ihr seid dann am Arsch, am Eimer. Ihr habt euch da 2 Wochen drauf gefreut und dann wird es kurz abgesagt. Und das ist dann natürlich sehr verletzend. So, dann kann der Narzisst euch in dem Fall auch runter machen und runterziehen und kaputt machen, ohne dass er wirklich viel dazu beitragen muss. Also ihr sitzt dann halt daheim, allein, fragt euch, was er macht, mit wem er ist. Und ihr wartet halt dann nur darauf, dass der Narzisst sich wieder bei euch meldet und ihr könnt dann gar nichts anderes mehr denken. Ja. Und das ist ja auch nochmal intensiver dadurch. Das ist ja durch die Distanz auch nochmal einfach anders, weil wenn ihr zusammenleben würdet oder ziemlich nah beieinander leben würdet, dann wäre das ja gar nicht der Fall. Also da würdet ihr ja deutlich mehr mitbekommen. Und euch dann aufgrund dessen mit einem Narzissten stellt man sich grundsätzlich viele Fragen und tappt grundsätzlich im Dunkeln und wird ja grundsätzlich auch gegaslightet. Aber ich persönlich, ich denke einfach, dass das nochmal eine andere Intensität ist. Und dadurch, dass ihr, wenn ihr in einer Fernbeziehung mit einem Narzissten seid, dadurch, dass ihr so wenig mitbekommt und so viel im Dunkeln tappt und nie wisst, was stimmt denn jetzt, was stimmt denn nicht, was macht der gerade, mit wem ist er, und dann habt ihr noch dieses schlechte Bauchgefühl, dass er schon fremd geht. Und dann seht ihr ihn schon so kaum im echten Leben und dann stellt ihr aber auch fest, dass wenn ihr mit ihm schreibt oder telefoniert, dass da auch nicht so viel Interesse herrscht und auch nicht so viel kommt. Das führt ja dann auch wiederum dazu, dass ihr so den Eindruck habt nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn, dass der Narzisst
euch, also dass der quasi gar nicht an euch denkt. Und all das führt dann natürlich auch dazu, dass auch eure Verlustangst getriggert wird und dass euch das massiv verunsichert. Und das spielt dem Narzissten natürlich dann auch in die Karten, weil das euch auch wieder schwächer macht und leichter zu kontrollieren. Und all das, versteht ihr, was ich meine? Also, ihr tappt viel im Dunkeln und ihr wisst nicht, was Sache ist, seid massiv verunsichert, gebt dem Narzissten dann auch wieder mehr Macht über euch und Kontrolle. Narzissten sind ja nicht liebesfähig. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel 3 Wochen oder 4 Wochen nicht gesehen habt oder 5 Wochen, je nachdem wie lange, ist auch egal, wie lange genau. Aber der Narzisst, der vermisst dich nicht, weil er nicht dich und deine Person liebt, sondern nur das, was du für ihn tun kannst. Und wenn jemand anderes dasselbe tun kann oder noch etwas Besseres, dann hat er gar nicht das Bedürfnis, dich zu sehen, dich zu treffen, sich mit dir zu umgeben. Und da du liebesfähig bist, vermisst du den Narzissten natürlich in dem Moment. Und das stößt dir dann natürlich auch vor den Kopf, dass du den Narzissten vermisst, aber er dich nicht. Zumindest merkst du davon nichts. Also, dir kommt es wie gesagt so vor, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und so ist es letzten Endes auch. Und du hast ja dann dieses, oftmals dieses Gefühl des Vermissens und das macht dir auch einsam und traurig. Und es wird halt nicht aus der Welt geschafft. Ganz im Gegenteil, ist dann sehr häufig da in einer narzisstischen Fernbeziehung. Und ich denke, durch dieses Vermissen und dass dadurch der Narzisst noch rarer wird, das macht den Narzissten quasi für dich noch besonderer, noch wertvoller. Und dadurch wird dieses Band auch stärker, das du zu ihm hast, die Abhängigkeit, die du zu ihm hast. Das ist ja genau der Plan, dass ihr ihn begehrt, dass ihr ihm hinterherläuft, dass er sich durch euch gesehen fühlt und aber auf der anderen Seite euch auch kontrollieren kann und auch eure Gefühlswelt kontrollieren kann, indem er sie kurzerhand einreißt und auch einfach euch ganz intensiv verletzen kann und generell ganz intensive Reaktionen bei euch hervorrufen kann. Das ist ja genau, was der Narzisst will und auch in dieser Hinsicht spielt ihm ja die Distanz in die Karten. Und so eine Dynamik, die hättet ihr ja gar nicht in einer gesunden Beziehung. Weil jemand, der euch wirklich liebt, der möchte euch sehen, der setzt alle Hebel in Bewegung, der möchte präsent sein für euch, der möchte, dass ihr präsent seid in seinem Leben. Ja, so ist es einfach. Also, scheißt auf die Leute, die dieses Spielchen mit euch treiben und gebt euch nur mit Leuten, die dieses Spielchen nicht machen. Okay? Weil alles andere ist einfach nur verschwendete Lebenszeit, verschwendete Lebenskraft. Okay, Leute, das soll's für heute mal wieder gewesen sein. Macht's gut, passt auf euch auf und bis bald.